herzlichen Lieben und herzlich willkommen zu unserem LS22-AP-Projekt Grow Level Up. Natürlich wieder zusammen mit dem lieben Tino, beziehungsweise mit dem lieben Wolle. Hallo! Ich wollte gerade sagen. Und morgen, ihr Lieben, könnt ihr uns natürlich auch wieder live auf Twitch zusehen, wenn ihr möchtet. Morgen ist schon wieder Montag. Da ist es wieder soweit, dass wir die Streams anhaben. Genau. Ja, richtig. Kommt vorbei auf Twitch. Es geht in die heiße Phase, Leute. In die sehr heiße Phase. Auf jeden Fall. Oh, ja. Nee. So, jetzt aber. Okay, sorry. Da hing ich schon wieder. Oh, guck mal, die Monster-Einhörner müssen in die hohe Kammer. Von denen haben wir heute gar nicht gehört, ne? Nee, gar nichts. Aber ich bin ja schon mal wieder beim Spediteur, ne? Eine Runde Silageballen abgeben. Ja. Auf zum nächsten Level. Ja, Mann, tu es. Ja. Ja, Mann. Oh, voll gut. Baby Junkie, einen wunderschönen Abend. Schon wieder festgefahren. Oh, bitte nicht, ey. Bitte nicht. Oh, da haben wir aber heute wirklich Meta gemacht, ne? Richtig gut. Richtig gut. Oh, das wird so knapp, ihr Lieben. Es wird so, so eine knappe Geschichte, glaube ich. Vor allem pfiffig, ne? Dass sie jetzt ihre Grünschnätze da einlagern und dann natürlich erst abgeben, wenn sie halt die bessere Punktzahl haben. Ich meine, machen wir genauso, ne? Ja, heute sind wir auf jeden Fall super weit gekommen. Ja. Das stimmt, absolut. So, wir werden gleich VCA anmachen. Wir machen uns hier gleich mal eine schöne Strecke. Wir müssen mal gewesen sein, ne? Julia. Aber wahrscheinlich dann gleich nochmal runterfahren müssen. Das sieht sehr gut aus. Ja, tippitoppi. Müssen wir gleich natürlich hier links von uns nochmal wieder runterfahren. Da bleibt ein bisschen übrig, aber wir ziehen jetzt erstmal so unsere Bahn lang. Und dann holen wir den Rest später nach. Und von daher sind Nudes gar nicht beide, aber true. Obwohl, es ist ja, ne? Also, ja, wir sind auch bei der Feldarbeit, das ist richtig. Aber ansonsten fühlt es sich ja in keiner Weise irgendwie Arbeit an. Ist ja auch keine Arbeit, muss man dazu sagen, ne? Das ist für fun alles hier. In den großen Deutschland könnt ihr Feld 42 nächstes Mal zu zweit rauschen. Ja, genau, genau. Ich glaube, so soll es auch. Dass wir halt das so schnell wie möglich auch jedes Mal fertig bekommen, ne? Noch, ne? Adelheid! Ja, ich bin fertig mit Pressen. Dann wäre es sehr gut, wenn du bitte mit dem Ballensammelwagen oben einsammeln würdest, wo du gepresst hast. Gut, dann bringe ich die Presse erst runter zu euch oder wo muss sie hin? Zu uns bitte, ja. Okay, und hast du jetzt meinen Sammelwagen oder deinen Sammelwagen? Da stellst du mir eine Frage. Einen. Einen. Oh, wo ist denn der zweite? Na, beim Spediteur. Ich habe die immer getauscht. Okay, gut, dann hole ich den zweiten gleich weg. Ja, genau. Wolle, hast du es gehört? 34, Wilma! Ja! Wir kommen! Wir kommen! Wo gehen wir eigentlich hin? Achso, ja, wir kommen! Ja! Wo sind Level die ganzen? 40, wir sind auf dem Weg. Achso, warte mal, ich bin auf dem falschen Feld. Ich bin ja da hoch. Wolle. Ja? Ich bin hier auf dem falschen Feld. Ich verwechsel die immer irgendwie. Ich weiß aber auch nicht, warum. Achso, da bist du. Ja, ich sehe es gerade. Ja, ich bin über 48. So, warte mal, du hattest aber... Oh, scheiße, wo ist denn die Straße? Du hattest aber jetzt gedüngt die 42. Ich dünge die 42... Hä, ich bin auf der 41, weil ich dünge jetzt gerade die 41. Ja, mal sag ich doch. Ja. Ja. Das tue ich gerade. Was willst du denn nur immer mit der 42, Wilma? Ich weiß auch nicht, Wolle, was immer mit dieser 42 ist. Wenn du bist... Hast du noch viel? Mal zwei Bahnen noch. Würdest du dich dann gleich wieder in die Big M reinschmeißen? Ja. Genau, bei 24 Uhr knattern die anderen Felder hoch. Ja, warte mal, welche sind denn das alle? Sag ich dir lass dann. Mal kurz, ich wollte sagen, lass uns da gleich mal gucken. Die 50 kannst du hier aufschreiben, die 16. Warte, lass mich kurz hier. So, 50, 16. 33, 34.
50, 16, 33, 34. 17, 27. 27. 38. Okay, 50, 16, 33, 34, 27, 38. Yes, of course. Ja, yeah, Mann. Oh ja, da fahre ich gleich wieder weiter mit dem guten Stück. Ist toll, der Big M. Ich mag ihn sehr. Bin mal gespannt, ob wir noch Dings... Ja, und ich würde mich dann sozusagen... Würde ich mir dann die Adelheid schnappen. Na gut, der Adelheid kann... Mit der sammle ich jetzt hier erstmal Ballen ein. Warte mal, den nehme ich noch mit. Sammle ich hier erstmal Ballen ein und dann würde ich wahrscheinlich versuchen, dass die Adelheid das alleine macht. Sag mal, ist das die letzte oder die vorletzte? Letzte. Ja. Dagi. Echt? Schon wieder Sonntag? Vielen Dank für dein Resub mit Twitch Prime. Ich küsse dein Herz. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Was denn? Der zweite, ist jetzt schon, ja, vierte Folge. Am Sonntag, ja. Oh, scheiße. Ja, ja, ja. Warum läuft die Zeit eigentlich so langsam? Gute Frage. Ja gut. Sind wir durch mit den Feldern? Ja. So, da oben noch und dann nochmal unten ein kleines Stück und dann haben wir es. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend, schön, dass du da warst und gute Nacht, bis zum nächsten Mal. Morgen nicht, morgen ist kein Stream, aber Mittwoch. Mittwoch wieder. Ja, ich glaube, die Zeit haben sie jetzt hochgestellt, ne? Jetzt müsste es passen. Ein Stück da oben ist, glaube ich, egal, ne? Blick rüber. Nee, morgen nicht. Morgen nicht. Fahren wir? Jetzt fahren wir. Aber Mittwoch. Bis Mittwoch, Michi. Mach's gut. Ja, das Stück da oben, scheiß drauf, ne? So, dann holen wir mal flott den Big M wieder, gell? Sehr sportlich. Jo, tippitoppi. Nee, da haben wir echt richtig was geschafft, ne? Oh nein, Junkie. Ihr kriegt ja YouTube. Ihr kriegt ja auf YouTube was. Da ging heute zum Beispiel das Video von Farming Evolution online. Morgen kommt auch nochmal was. Und dann ruckzuck der Dienstag auch schon wieder rum. Das schafft ihr. Das ist Erholung. So müsst ihr es sehen. Das ist Erholung von mir, ihr Lieben. Vor allem mit Hinblick auf den 12-Stunden-Stream, der dann da noch kommt. Wow. War sportlich. Das war Sport. Ja. Samstag. Samstag habt ihr mich. 12 Stunden. Gut, soll ich dir mal was sagen? Diese Maria, ja? Von diesen Damien. Ja. Das ist eine komische, sag ich dir. Also die hat, glaube ich, also die nimmt ihre Tabletten nicht. Da kannst du mir sagen, was du willst. Oh nein, warum? Da weiß ich nicht. Die ist irgendwie ganz, ganz crazy. Oh, jetzt, Herr Wilma. Drück die Daumen. 5 Minuten. Während die Felder reif. Ja, ich bin schon wieder auf dem Rückweg. Ich hole jetzt den Big M.
Oh, sehr gut. Dann kannst du ja direkt... Kannst du eigentlich unten... Wo willst du denn anfangen? Hm, guck ich gleich 50. Mal. 50? Okay. Ja, 50 ist ganz... 50 liegt auf dem Weg und dann oben 33, 34. Ach so, da. Ja. Und dann ja, machst ja. du die Runde rum, weißt du? Ja, das ist gut. Dann nehme ich den als erstes. So, ich habe hier schon wieder eine Runde Silagebein im Lager drin. Sehr gut. Sehr gut. Und fahr direkt nochmal hoch. Ich weiß gar nicht, ob ich nochmal hoch fahre. Oder ob ich vielleicht mit der Presse komme. Das schafft doch die Adelheid noch fertig zu machen. Müsste eigentlich. Würde ich jetzt auch mal vermuten wollen. Dann höre ich jetzt auf mit... Achso, warte mal. Ich guck mal, ob wir neue Silageballen gekriegt haben. Jetzt über Nacht, weißt du? Ja. Warte mal, ich bin ja gerade hier. Bist du am Lager? Nee. Ja, nee. Kleesilage? Nee, einer nur, ne? Wir haben einmal Kleesilage und zweimal Silage. Ja. Der Rest ist alles Grasballen noch? Ja, Gras und Klee. Gras 98, Klee 24. So. Okay. Jo, na jo, gut. Jo. Ach so, warte mal. Liegen an den anderen Feldern auch noch Ballen? Ich glaube schon, ne? Weiß nicht, wo überall jetzt noch. Jetzt gar nicht so sicher. Wow, wow, wow. Stopp. Das war knapp. Der 61 sind auch noch welche. Okay. Aber das ist kein Problem. Das sagt mal die Adelheid. Ja. Machen wir so. Wir müssen uns schon mal beraten, was wir nächste Woche nehmen. Wir haben jetzt zwei... Warte mal, ist das Feldernte-reif? Ja. Oh, Adelheid, auf der 61 liegen auch noch Ballen, wenn du die vielleicht noch mit einsammeln würdest. Oder generell da unten, müsst ihr mal gucken. Ja, fahr ich gleich runter. Hallo. Das wäre lieb von dir. Ja, ansonsten ist alles gut? Ja, nicht ganz so. Warum, nein. Was ist los? Ja, wir haben gerade ein bisschen viel Stress da oben in der Führungsebene. Oh nein. Oh, warum das denn? Ja, es gibt gerade so ein paar Sachen, die wir klären müssen. Schlimme Sachen? Oh, mitunter. Oh. Hat's was mit uns zu tun? Mit allen. Ich würde sagen, mitunter. Was ist denn passiert? Ja, das kann ich dir 5 Minuten vor Ende sagen. Haben wir verloren? Man weiß es noch nicht. Oh oh. Also ich müsste das nur auch schnell klären. Ich komme gleich wieder zu. Ja, mach klar. Okay, bis gleich. Okay, 61 noch Ballen sammeln, mache ich. Ja. Dankeschön. Bitte. Oh. Oh, nicht Wilma. Schön. Ja? Nicht, dass die vielleicht so viel gemacht haben jetzt. Nee, das kann nicht sein. Haben die Seitenstecher, haben die abgegeben? Du fährst auf 50, ne? Ich fahre jetzt zu 50, ja. Okay, weil da fahre ich jetzt auch schon mit der Presse hin. Ja. Kann ja nicht sein, oder? Weiß es nicht. Das kann eigentlich nicht sein. Also die haben nicht... Das wäre unglaublich knapp. Ach so, jetzt habe ich gedacht, auf so einem Grasfeld wächst Unkraut. Ich habe gerade gedacht, ich habe einen Knickenoptik. Oh, ist nicht Wolle. Unseres. Das wär's ja noch. Unkraut auf dem Grasfeld. Hast du Ach, noch nicht Wolle, gesehen, du bist oder? Schon wieder ein Komiker. Ja, manchmal ist das so. Hey, sag mal, bist du hinter mir? Hm, ja, wenn du das da vorne bist. Bin das? Nee, ich bin noch weiter vorne. Oh, ich bin vorbeigefahren, verdammt. Ja, ich wollte gerade sagen, doch, dann bist du das da vorne. Ganz vorne aber. Ja, ich habe nur eine Person jetzt vor mir. So. Willst du immer noch vorfahren? Ja. Die Adelheid war zwar nicht viel hier, aber sie hat uns auf jeden Fall unglaublich viel geholfen heute. Ja, sie war ein ganz, vorbei. Ganz toller Genie. Ja, war wirklich nicht. Also, das war ein geiles Ding, muss ich ehrlich sagen, mit der Genie. Laterne. Au. Warte, lass mich da durch. Oder willst du fressen? Nee. Wie du magst. Du kannst auch gerne, wenn du möchtest. Du bist ja mit dem noch nicht gefahren. Möchtest du? Ja, da würde ich auch mal machen. Louis. Wann senkt er das ab? Du musst ein Stückchen vorfahren. Dann lässt vorne unten. Mach vorne runter. Jetzt fahr ein Stück weiter, dann geht hinten runter. Noch ein Stück. Vielleicht geht runter. Ach, das ist ja eine Technik. Du?
Ja, ja. Na, guck einer an. So, na gut, genau. Dann fangen wir mal an. Mähen wir mal wieder. Hä? Mal wieder ein bisschen Gras mähen. Aber das ist schon eine geile Maschine, der Big M. Ich glaube, der bringt uns auch im Vergleich zu dem Mähwerk. Ich würde die Mähwerke mal liegen lassen, falls wir mal für einen Helfer, weißt du, können wir trotzdem mal zu zweit machen. Also wir sollten sie nicht abgeben, auf gar keinen Fall. Nee, aber was machen wir denn mit dem, was machen wir denn mit den Perks? Ja. Wollen wir... Oh, hier muss ich rum. Nee, warte mal, wo geht denn das hier? Hä? Kann mal, bin ich noch auf unserem Feld? Ja. Hä? Bist du? Müsstest du eigentlich. Du musst da jetzt rum, genau. Ach so, und dann wieder links. Ja, das hat ja so dieses Dings da in der Mitte. Aber das ist ja nicht die Mitte, das ist da außen hier. Na, es ist irgendwie komisch. Ja, du musst da... So. Ja, nein, die Bäume da in der Mitte. Ach so, ja. ich verstehe es gerade nicht. Wo bin ich denn hier? Noch auf der 50, so wie es aussieht auf der Karte. Wenn das nicht gleich wieder hell wird, da drehe ich hier am Zipfli. Kann das nicht wahr sein. So, jetzt aber hier wieder vor. Okay. Was wollen wir nehmen? Auch mal die Prozente? Ja. Ja, ne? Auf jeden Fall. Genau, wir haben auf jeden Fall die Ernte nächste Woche. Ja. Dann haben wir schon mal, 15%. Was war das mittlere? Was war das, wo es keine Prozent gab? Was kommt? Da geht ja nur die Wachstumsstufe. War das nicht ein Mietgerät? Ja, brauchen wir nicht. Wir haben 3 oder 4 Punkte. Ja, nee, dann... nein, das ist ja das, ob wir 15 oder 10% nehmen, das ist ja immer die Entscheidung. Ich würde 15 Mietgerät sagen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall 15. Voilà. Ja, und dann Wachstumsstufe. Ja. Welches Tor? Ja. Das ist die Frage. Mach mal die 1. Die 1. Ja. Was hat man bis jetzt? 2 und 1. Trau der 3 nicht, weißt du? Obwohl, in der 3 war eigentlich immer was Schlechtes bisher, ne? In der 3 waren jemals immer was komische Gutes? Sachen, ja. Das ist halt die Frage. Gibt man der 3 diesmal einfach eine Chance? Ja. Weil halt immer was Komisches da war. Ich weiß es nicht. Stimmt. Ja, komm, dann mach mal... Nimm die 3. Nehmen wir die 3? Ja. Ja, auf jeden Fall. Nehmen die 3. Okay, wir geben der 3 eine Chance. Geben der 3 eine Chance. So machen wir das, Wilma. Ja. Wird schon. Wird schon, ihr Lieben. Okay, in 5 Minuten schließt die Spedition. Was ist da denn los? Wir müssen immer ans Glück denken. Naja, es ist schon wieder spät, Wolle. Schon wieder sehr spät. So. Aber ist da gleich schon wieder offen hier? Ist da gleich schon wieder 6 Uhr? So. Ach, schon wieder das nächste. Ben, danke schön für dein Raid. Einen wunderschönen Abend, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream, aber davon gehe ich einfach mal aus. Ihr Lieben, schaut auf jeden Fall gerne bei RSB5 auch einfach mal vorbei. Mal hier rum. Uns läuft's gut. Wir sind sehr gut vorangekommen. Ich hoffe, ich mähe das halbwegs so, dass das passt für dich. Kriegst du es gut eingesammelt? Ja, an manchen Stellen. Da fahre ich aber einfach dann gleich nochmal lang, wenn dann was fehlt. Das geht schon. Es ist okay. Alex, danke schön. Vielen, vielen lieben Dank. So, ihr Lieben, ne? Da könnt ihr einmal vorbeischauen beim lieben Sven. Guckt da einfach gerne mal vorbei. Sieht sehr gut aus hier. Unser Plan ist heute sehr gut aufgegangen, Wilmi. Ja, das war richtig gut. So, wie wir das wollten. So, wie wir es wollten. Oh, wir haben ordentlich Level gemacht, du. Wir haben richtig gut Level gemacht. Und Rambazamba, da geht's schon wieder nach vorne. Ich glaube, ich bin hier schon wieder fertig, wenn mich nicht alles täuscht. Ist möglich. Achso, wir brauchen auch die Direktsaat nächste Woche, ne? Ja. Ja. Das stimmt. Dann müssen wir doch gucken, dass wir ein Mietgerät kriegen. Oder haben wir dafür die Punkte? Zweimal Drecher. Zweimal 2 Punkte Drecher.
lass mich mal überlegen. Zwei Punkte Drecher. Du musst schneller überlegen, Wolle. Aber ich würde die Wachstumsstufe nehmen. Ja, ist vielleicht. Aber wir brauchen die doch, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob wir dann einfach. Ja, warten. Mit der Wachstumsstufe. Also, ja, doof gesagt, es ist verschenkt dann leider in dem Moment, aber. Wir müssen ja die Saatmaschine irgendwie kriegen, weißt du? Warte, lass mich kurz gucken. Dankeschön, Gangi, dankeschön. Wir brauchen eine Geschichte, für Seemaschine. Ne? Drei Punkte brauchen wir für Seemaschine. Wir bräuchten fünf Punkte. Okay. Bräuchten die Seemaschine, das stimmt. Oder wenn wir erstmal die Seemaschine nehmen anstelle vom Drescher? Nee, wir Drescher müssen, haben nee, wir. Nee, wir müssen ja enden. Ja, aber wir haben ja einen Drescher. Aber eine Seemaschine nicht. Aber guck weißt mal, du? Wir müssen doch die ganzen Ballen pressen. Die ganzen Felder mähen, die Ballen pressen. Alles wieder düngen. Und ernten und ansehen. Das würde ich alles gerne nächste Woche schaffen. Ja, das wäre schön, aber wie machen wir das? Dann nehmen wir das Mietgerät. Okay. Wir sollten hohe Kammer? Nee. Nee. Ja, dann machen wir das so. Dann nehmen wir Mietgerät, Wilma. Ja. Soll ich die Perks mal einhämmern? Ja, tu es. Oho. Hallo. Hallo, können wir unsere Perks schon setzen? Nee, können wir nicht. Oh, Spedition ist geschlossen. Was hast du denn, Adelheid? Alle Ballen eingesammelt. Oh, danke schön. 61 auch? 61 und da war ja noch irgendwie so ein Feld da. Da lag irgendwie noch einer drauf daneben. Ja. Das ist lieb, danke schön. Könntest du bitte die 50 düngen noch? Das könnte ich bestimmt machen. Ja, die 50 düngen wäre noch super. Steht unten auch alles. Ja, ich lauf mal hin. Dankeschön. Wunderbar, ich Nadelheit. Und ansonsten erzähl mal, was kam bei deiner Sitzung raus? Ja, also der Hauptakt wird, wo ist denn die 50? Die 50 ist da, wo die Wilma ist. Da sind wir gerade unterwegs, genau. Die rechte Seite. Unter unserem Hof. Ja, ich nehme mal euren JCB, ne? Ja, genau. Der steht da schon komplett bereit mit allem. Ja, ja, also, okay, mach's gut, ja, gutes Nichtle. Es ist nicht ganz so gelaufen, wie es laufen sollte. Und ja. Kannst du es verraten? Also ich sag mal so, wenn du jetzt einem anderen Team helfen sollst. Na eben, die Seitenstecher muss doch jemand helfen. So. Machst du dann in der Zeit, wo du für die hilfst, auch arbeiten für dich? Nee. Das ist, glaube ich, klar. Also, ich weiß nicht, ob ich es machen würde, aber Fakt ist, es ist nicht erlaubt. Das kann ich mir, das ist halt so. Aber nee, macht man nicht. Nee, ist schon richtig. Ja, und nu? Ach du Scheiße. Ja, und nu? Die haben jetzt auf jeden Fall eine Aufgabe, den Mist, den sie genutzt haben, wieder zurückzubringen. Was haben sie denn gemacht, wenn ich fragen darf? Naja, also die, das musste die fragen. Also es geht auf jeden Fall um Mist. Und Mist. Um XP. Okay. Die haben sich XP gegaunert, nee. Nee, es geht um Mist und XP. Okay. Wild. Ja. Ich sag's dir. Na gut, aber was ist jetzt die Konsequenz? Nee, sie müssen jetzt einen Anhänger nehmen von sich. Den Frontlader nehmen, 6000 Liter Mist erstmal aufladen, unten am Schweinestall und das zur Beulung Kleid bringen. Also sag nicht, die haben den hier Mist genommen und verkauft. Wolle, du kannst die Perks setzen.
Die haben den Mist aus dem Kuhstall bekommen zum Befüllen der Kleingärten und Dings. Und haben aber auch ihren Kleingarten mitgemacht. Okay. Und du kriegst für Mist ja XP. Wie, du kriegst für Mist XP? Das verstehe ich jetzt wiederum nicht. Naja, also wenn du selber Mist produzierst. Ja. Kannst ach du so, welchen Mist haben die genommen? Die aus dem Kuhstall wurde denen zur Verfügung gestellt. Von ach, und Gold haben damit und ihr Dings voll gemacht? Und haben auch noch zusätzlich ihr Ding mit voll gemacht. Ja gut, das hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Nein, hätte ich natürlich nicht. Aber okay, das ist niemals witzig. Nee, aber das ist witzig, aber macht man nicht. Ne? Da müssen wir mal ganz klar sagen hier. Ja, das ist eine Hausnummer. Ist jetzt gerade so eine schwierige Diskussionsphase hier. Ja gut, müssen Sie zurückbringen. Fertig halt, ne? Was willst du machen? Ja, naja. Und die sind davon nicht begeistert, oder was? Übergucken, nee, der Herr Amter ist gerade nicht davon begeistert, dass er jetzt irgendein Gerät abstellen muss und seine Mietgeräte dann auch dementsprechend... Ja, dann soll er doch nicht fremden Mist nehmen für seine Sachen. Ja, es war ja dunkel, er konnte nicht erkennen, welches Schild das war. Ja. Also ja, das hat auf jeden Fall noch ein Nachspiel. Okay. Ja, okay. Ja, machen die das jetzt mit dem Mist? Nee. Letzte Minute. Das weiß ich nicht. Okay. Wahnsinn. Die Zeit rennt einfach so krass, ne? Ach, Mann. Zeit rennt so krass. Ach so, naja, gut. Und am Ende muss man ja auch dazu sagen, haben sie auch derzeit nichts gearbeitet bei den anderen. Naja gut, die hatten ja eh die Aufgabe, dort deren Garten zu machen, ne? Na ja gut, ja, da ist nicht viel Zeit draufgegangen wahrscheinlich. Hast du die Perks gesetzt, Wolle? Ja, ist erledigt. Okay, sehr gut. 15% Mietgerät und Tour 3. Okay. Supi. Naja, mal gucken, was da raus wird. Ja, halt. Man drückt mal die Daumen, ne? Tour 3. Ja, danke, sehr, Alex, für die Erinnerung. Ich war mir jetzt auch nicht sicher, ob... Sehr spannend. Aber war gut. Wir haben heute auf Level 34 uns hochgepumpt. Und du warst uns eine sehr, sehr große Hilfe. Ja, vielen das Dank war ganz dafür. Toll. Vielen ja, Dank. Nicht dafür. Nee, doch, wirklich. Also, müssen wir ja auch mal Danke sagen. Ihr habt ja das Tor gezogen, nicht ich. Ja, ja trotzdem, du hast es aber ganz toll gemacht. Haben wir uns sehr gut umentschieden, Wilma. Wir haben uns nicht umentschieden, wir haben das Tor genommen, was wir haben wollten. Nein. Ah, nee, stimmt, du hast recht, wir wollten die 2 erst und dann die 1. Ja, stimmt. Haben richtig. Wir, haben wir, haben wir, haben wir. Sonst hätten wir nämlich auch mal jemand anders helfen müssen. Ja. Stimmt. Das wäre interessant geworden. Ja, da hätten wir alle heute bei irgendjemand anderes, bei ja. Damien gearbeitet. Ja, oder also, das. Also lustig wäre ja auch gewesen, wenn ihr dann für die Seitenstecher gearbeitet hättet und die Seitenstecher für euch gearbeitet hätten. Das wäre auch gut gewesen, ja. Das wäre gut gewesen, ja. Da hätten wir uns zumindest einig werden können, dass keiner einen Nachteil hat. Ja. Oder aber einfach manchmal zwei, weiß oder das nicht. Oder einfach zwei Folgen gar nichts machen. Ja. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich hätte auch mal den ihre Rüben geschnitzelt. Das sah doch sehr interessant aus. Sag mal, machen die haben die Rübenschnitzel zu Ballen gepresst? Weil ich habe da diese Göbel stehen sehen. Ich kann es dir nicht sagen. Okay. Naja, gut. Wilma, da sind wir schon wieder durch. Ja. Der Wahnsinn, oder? Ja. Wie das die ging Zeit wieder hier super vergeht. Schnell. Ja. Ja, ja. Leute, ihr habt gehört, wir sind fertig, aber wir sind natürlich morgen wieder live für euch. Schaut gerne vorbei, die Twitch-Kanäle sind in der Videobeschreibung. Schaut aber auch so gerne bei den anderen vorbei, da geht ja überall die Post ab. Und vielen, vielen Dank für euren Support, danke für die Unterstützung. Ich hoffe, wir lesen noch mal ein paar Ghost Spicy Chickens Go in den Kommentaren und ja, sehen uns dann sozusagen Montagabend wieder mit der großen Ernte. Und da gibt es wieder einige XP-Punkte, theoretisch, wenn wir Glück haben, mit Stroh zusammen und allem. Könnten wir Level 35 knacken? Sollte drin sein. Und Silageballen sind auch schon wieder reichlich auf dem Weg. Wir gehen auf jeden Fall mit großen Schritten auf Level 40. Und ihr wisst ja, wer zuerst Level 40 hat, hat gewonnen. Gut, in diesem Sinne verabschieden wir uns. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüssi.